Damit wir das Klimaschutzziel CO2-Neutralität bis 2050 erreichen können, ist eine umfassende Elektrifizierung der Wärmeversorgung von Gebäuden bei gleichzeitigem Ausbau der regenerativen Stromversorgung erforderlich. Das Mittel der Wahl dafür sind Elektrowärmepumpen, wie sie im Neubau ja schon überwiegend eingebaut werden. Wenn es im Neubau funktioniert, dann soll es im Altbau doch auch funktionieren, oder? Ob das wirklich so ist und zu welchem Ergebnis eine Feldstudie des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme zu Wärmepumpen im Altbau kommt, das schauen wir uns in dieser Folge mal genauer an. Liebe Freunde der Sparkunst, mit der heutigen Folge werfen wir einen Blick in die Zukunft der Wärmeversorgung. Politik und Wissenschaft sind sich da einig. Die Zukunft der Gebäudeheizung wird ähnlich wie die Mobilität zu einem überwiegenden Teil elektrisch sein. Der Prozess, der sich dabei vollziehen muss, den nennt man auch die Energiewende oder Energy Transition. Im Wärmebereich spricht man auch von der Wärmewende und die ist bereits voll im Gang. Vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen. Es handelt sich dabei um einen Umwandlungsprozess, der unsere Wärmewirtschaft bereits heute sichtbar verändert. Denn wer in den vergangenen Jahren mal durch ein Neubaugebiet gefahren ist, der müssten diese auffällig großen und meist grauen Kisten ins Auge gefallen sein, die gefühlt vor jedem zweiten Haus stehen. Dabei handelt es sich nicht um eine Revolution in der Müllentsorgung, sondern um die ersten Anzeichen der gerade beschriebenen Wärmewendestrategie. Und zwar sind das die Außenluftwärmetauscher von sogenannten Luft-Wasser-Wärmepumpen. Wärmepumpen also, die ihre Umweltwärme aus der Außenluft beziehen. Außer den Luft-Wasser-Wärmepumpen gibt es auch noch Wärmepumpen, die die Umweltwärme aus dem Erdreich oder dem Grundwasser nutzen. Und sogenannte Eisspeicher gibt es auch noch. Diese Systeme sind eigentlich deutlich effizienter und können aus technischen Gründen und Umweltschutzgründen aber nicht überall eingesetzt werden. Außerdem sind alle drei Alternativen deutlich teurer als die Luftwasserwärmepumpen. Und dadurch waren 2019 etwas mehr als 70% der in Deutschland verbauten Wärmepumpen zur Gebäudebeheizung tatsächlich Luftwasserwärmepumpen. Ein knappes Viertel waren Erdreichwärmepumpen und nur ein kleiner Rest von 5% wurde als Grundwasservariante realisiert. Jetzt aber nochmal zurück. Warum sollen diese grauen Kästen in den Vorgärten der Häuser nun die Zukunft der Gebäudebeheizung sein? Das hat mit den in Deutschland und der EU existierenden Klimaschutzzielen zu tun. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, wollen und müssen wir perspektivisch weg von Kohle, Öl und Gas, also weg von den fossilen Brennstoffen. Vor 30, 40 Jahren dachte man noch, das Problem mit den fossilen Brennstoffen würde sich irgendwann von alleine lösen, da es immer weniger davon gab und man sich daher ohnehin auf die Suche nach Alternativen machen muss. Allerdings wurden in der Zwischenzeit immer aufwendigere und auch naturzerstörerische Produktionsverfahren entwickelt, mit denen heute immer wieder neue Lagerstätten und Vorkommen ausgebeutet werden können. Die Verfügbarkeit der fossilen Energieressourcen zumindest ist momentan nicht das Problem. Dafür wird uns die Endlichkeit unserer Atmosphäre immer bewusster. Wir alle bekommen mittlerweile bereits die ersten Auswirkungen der klimatischen Veränderungen am eigenen Leib zu spüren. Wenn wir also noch eine Restchance zum dauerhaften Erhalt eines lebenswerten Lebens auf unserem Planeten erhalten wollen, dann müssen wir etwas tun. Und zwar relativ schnell. Dazu sind viele Bausteine des Klimaschutzes in vielen verschiedenen Bereichen erforderlich. Und einer dieser Bausteine ist die schon angesprochene Wärmewende und die damit einhergehende Elektrifizierung der Wärmeversorgung. Dies kann aber natürlich nur gelingen, wenn wir für diese Elektrifizierung ausreichend viel klimaneutralen Strom zur Verfügung haben. Und genau darin liegt einer der Knackpunkte. Wenn wir bis 2050 in der Wärmeversorgung unserer Wohnungen tatsächlich klimaneutral sein wollen, dann reicht es nicht aus, nur die Neubauten mit Wärmepumpen zu versorgen. Dann müssen auch alle Bestandsgebäude innerhalb der kommenden 30 Jahre mit erneuerbaren Energien mit Wärme versorgt werden. Einen Teil der Gebäude werden wir natürlich auch mit anderen erneuerbaren Energien beheizen können, wie zum Beispiel mit Biomasse, also Holz und Holzpellets oder Holzhackschnitzel.
Auch wird möglicherweise Biogas eine gewisse Rolle spielen. Aber bei der Biomasse haben wir in Deutschland unsere Potenziale bereits heute größtenteils ausgereizt. Bereits heute werden schon Holzpellets teilweise aus dem Ausland importiert. Das heißt, Biomasse wird sicher eine Rolle spielen, kann aber bereits heute nicht mehr nennenswert ausgebaut werden. Manchmal hört man auch von Stimmen, dass Wasserstoff die Lösung sein könnte. Für die Wasserstoffproduktion braucht man aber auch wieder Strom. Sprichwort Power to Gas. Das ist aber eher eine Lösung, um den überschüssigen Strom aus Wind und Photovoltaik zwischenzuspeichern. Aber keine breitenwirksame Lösung für die Beheizung unserer Bestandsgebäude. Damit es also gelingen kann, zukünftig auch alle Altbauten mittels erneuerbaren Energien mit Wärme zu versorgen, wird die Wärmepumpe also eine wichtige Rolle spielen. Nicht zuletzt daher wurde vom Bundeswirtschaftsministerium ein neues Förderprogramm entwickelt und im Jahr 2020 auf den Weg gebracht. Das Programm Heizen mit erneuerbaren Energien. In diesem Programm werden neben Biomasseheizungen und diversen Hybridsystemen eben auch die Wärmepumpen gefördert. Und der Fördersatz liegt für Neu- und für Altbauten bei 35% Zuschuss. Wenn man mit der Wärmepumpe eine alte Ölheizung ersetzt, beträgt der Zuschuss sogar 45%. Mit diesen Fördersätzen bekommt man eine Wärmepumpe fast zum selben Preis, wie wenn man die alte Ölheizung einfach nur austauscht. Super Sache eigentlich. Wir bekommen in unserem Büro derzeit die Auswirkungen dieser Förderprogramme deutlich zu spüren. Die Anfragen bezüglich der Umrüstung von alten Gas- und Ölheizungen sind geradezu explodiert. Aber aufgepasst! Nicht jedes Haus ist für eine Wärmepumpe tatsächlich geeignet. Damit eine Wärmepumpe und insbesondere die vergleichsweise günstige Luftwasserwärmepumpe sinnvoll eingesetzt werden kann, sollten folgende beiden Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens. Das Gebäude, das mit der Wärmepumpe beheizt werden soll, sollte einen möglichst geringen Heizenergiebedarf haben. Grundsätzlich gilt, je niedriger, umso besser. Als Richtwert sollte er möglichst nicht über 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr liegen. Wie man das abschätzen kann, wird in der Folge Heizenergieverbrauch einschätzen beschrieben. Zweitens. Das Gebäude sollte eine Flächenheizung haben. Auch hier gilt, je größer der über die Flächenheizung versorgte Bereich ist, umso besser. Warum diese beiden Regeln? Das hat mit dem sogenannten Temperaturhub der Wärmepumpe zu tun. Der Temperaturhub beschreibt den Temperaturunterschied zwischen der Umweltwärme, derer sich die Wärmepumpe bedient, und der erforderlichen Systemtemperatur des Heizungssystems. Bei einer Luftwasserwärmepumpe ist das der Temperaturunterschied zwischen der Außenluft auf der einen Seite und der Vorlauftemperatur auf der anderen Seite, also der Temperatur, die zu unseren Heizkörpern oder durch die Fußbodenheizung geschickt wird. Bei einem Haus mit geringem Heizwärmebedarf und mit Fußbodenheizung liegt eine optimale Vorlauftemperatur bei maximal 35 Grad Celsius. Ist der Wärmebedarf aber hoch und die Wärme wird über die kleinen Heizkörper ans Haus übergeben, kann diese Temperatur schon mal 70 Grad Celsius und mehr betragen, wodurch der Temperaturhub immens steigt. Und je höher der Temperaturhub ist, der von der Wärmepumpe überwunden werden muss, desto schlechter ist ihre Effizienz. Die Effizienz einer Wärmepumpe wird dabei durch die sogenannte Jahresarbeitszahl beschrieben. Die Jahresarbeitszahl beschreibt dabei nicht anderes als den Quotienten zwischen der Wärmemenge, die von der Wärmepumpe abgegeben wird, und der Strommenge, die dafür benötigt wurde. Also die Wärmemenge geteilt durch die Strommenge. Richtig gute Jahresarbeitszahlen liegen im Bereich von 4,0 und auch darüber. Das bedeutet, aus einer Kilowattstunde Strom hat man 4 Kilowattstunden Wärme gemacht. Wenn das gelingt, hat man alles richtig gemacht und die Wärmepumpe ist eine super Sache. Solange die Jahresarbeitszahl über 3,5 liegt, gilt sie noch als nennenswert energieeffizient. Damit eine Wärmepumpe sowohl volkswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich und ökologisch sinnvoll eingesetzt werden kann, braucht sie eine Jahresarbeitszahl von mindestens 3,0. Also 3 Teile Wärme aus einem Teil Strom. Alles, was unter 3 liegt, ist wirtschaftlich fragwürdig und kann sich bis zum wirtschaftlichen Fiasko ausarten. Dazu ein kleines Beispiel. Ihr habt einen Altbau mit 160 Quadratmeter Wohnfläche und einem für Altbauten typischen Heizenergieverbrauch von 160 Kilowattstunden oder 16 Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr. Das macht knapp 26.000 Kilowattstunden oder 2.600 Liter Heizöl im Jahr.
Die Heizkosten lagen in den vergangenen 3 Jahren bei rund 1.800 Euro. Und das entspricht einem Kilowattstundenpreis von rund 7 Cent bzw. einem Heizölpreis von 70 Cent pro Liter. Wenn dieses Haus nun mit einer Luftwasserwärmepumpe ausgestattet wird, ohne dass der Heizwärmebedarf reduziert und eine Flächenheizung eingebaut wird, liegt die Jahresarbeitszahl erfahrungsgemäß in einer Größenordnung von 2,5, ist also ineffizient. In Schulnoten ausgedrückt wäre das eine 5-. Was das für die Heizkosten bedeutet, lässt sich leicht ausrechnen. Wenn wir von einem typischen Wärmepumpentarif ausgehen, liegt der Strompreis bei rund 25 Cent pro Kilowattstunde. Da wir aus jeder Kilowattstunde Strom ja 2,5 Kilowattstunden Wärme machen, kostet uns die Kilowattstunde Wärme 25 Cent geteilt durch 2,5 gleich 10 Cent. Anstatt 1.800 Euro wie vorher haben wir nun fast 2.600 Euro Heizkosten pro Jahr. Das entspricht einer Preissteigerung von 44%. Und daran wird auch die kommende CO2-Steuer über viele Jahre nichts ändern, da diese den Gas- und Ölpreis bis 2025 nur um ca. 20% verteuern wird. Erst wenn die Jahresarbeitszahl bei 3,0 liegt, wird die Wärmepumpe hinsichtlich der zu erwartenden Heizkosten konkurrenzfähig mit Öl und Gas. Diese 3,0 bekommen wir aber mit der Luftwasserwärmepumpe im unsanierten Altbau mit Heizkörpern definitiv nicht hin. Zumindest habe ich das so in den vergangenen Jahren regelmäßig in meinen Energieberatungen erzählt. Und dann ist mir vor einigen Wochen Folgendes passiert. Mir ist diese Studie zu Wärmepumpen im Altbau in die Hände gefallen. Innerhalb des Forschungsprojekts WP Smart im Bestand vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme hat man herausgefunden, so steht es in der Pressemitteilung, dass Wärmepumpen auch im Bestandsgebäude zuverlässig funktionieren. Da die Fraunhofer Gesellschaft ja eigentlich nicht dafür bekannt ist, irgendeinen Quatsch zu erzählen, ist mir da erstmal das Herz in die Hose gerutscht. Im ersten Moment wurde mir richtig kalt und heiß. Habe ich in den vergangenen Jahren möglicherweise Hunderten von Beratungsempfängerinnen totalen Quatsch zum Thema Wärmepumpen erzählt? Nachdem ich den ersten Schock überwunden hatte, habe ich mir die Studie mal etwas genauer angesehen. Die Jahresarbeitszahlen der 56 untersuchten überwiegend Einfamilienhäusern lag zwischen 1,5 und 4,9. Im Mittel lagen sie bei 3,1, was für einen Mittelwert erstaunlich gut ist und meine bisherigen Einschätzungen zum Thema Wärmepumpen kräftig durcheinander bringen würde. Glücklicherweise wurden aber nicht nur die Ergebnisse der Jahresarbeitszahlen veröffentlicht, sondern auch die Gebäudedaten und zusätzlichen Informationen zur Anlagentechnik. Und die habe ich mir mal ein bisschen genauer angesehen und ausgewertet. Die wichtigsten Ergebnisse meiner Analyse kann man in folgenden 3 Punkten zusammenfassen. Erstens, fast 60% der Gebäude hatten einen Heizenergieverbrauch von weniger als 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Der Großteil der untersuchten Häuser entsprach damit definitiv nicht einem energetischen Standard, den man vor Augen hat, wenn man von einem typischen Altbau spricht. Einige der Häuser waren sogar so gut, wie ein Neubau ja heute sein muss. Zweitens. Außerdem hatten rund 40% der Häuser eine Fußbodenheizung, die mindestens die Hälfte der Wohnfläche mit Wärme versorgt. Und drittens hatten knapp die Hälfte der Häuser noch mindestens ein zweites Heizsystem, also eine zusätzliche Gasheizung, eine Ölheizung oder einen Holzofen, mit dem man an den kältesten Tagen im Jahr zuheizen kann, wodurch sich die Jahresarbeitszahl natürlich enorm verbessern lässt. Also guter Wärmeschutzstandard, Flächenheizung und sogar noch ein zusätzliches Heizsystem. Und trotz dieser für den Einsatz von Wärmepumpen wirklich außerordentlichen guten Rahmenbedingungen lagen die Jahresarbeitszahl bei 17 Häusern oder 41% noch unter der magischen Grenze von 3,0. Bei 8 Häusern lag sie bei 2,5 oder kleiner und bei 2 sogar bei nur katastrophalen 1,5. Ich erinnere mich noch an die Überschrift der Studie. Auch in Bestandsgebäuden funktionieren Wärmepumpen zuverlässig und sind klimafreundlich. Wenn man diesen Satz mal ganz genau liest, steht da gar nicht, dass Wärmepumpen im unsanierten Altbau effizient sind. Da steht lediglich, dass die Wärmepumpentechnik mittlerweile offensichtlich einigermaßen zuverlässig funktioniert. Aber genau dieser missverständliche Satz wurde von vielen Pressestimmen und in den sozialen Netzwerken offensichtlich fehlgedeutet und falsch transportiert.
Offensichtlich hat sich hier niemand die Mühe gemacht, sich die Studie mal etwas genauer anzusehen. Bleibt noch die Frage, warum stellt das Fraunhofer eine tendenziell missverständliche Überschrift über die Pressemitteilung einer ihrer Studien? Um das zu beantworten, ist möglicherweise ein kurzer Blick auf die Übersicht der Projektpartner der Studie hilfreich. Ich denke, mehr braucht es eigentlich nicht, um zu verstehen, dass eine Wärmepumpe in einem unsanierten Altbau ohne Flächenheizung nichts verloren hat. Ich will euch aber dennoch einen letzten wichtigen Punkt bezüglich der genannten Klimaneutralität bis 2050 mit auf den Weg geben. Wenn wir das Ziel der Wärmewende konsequent verfolgen, müssen wir natürlich auch berücksichtigen, woher der Strom zur Beheizung des Gebäudebestands kommt. Und das wird zu einem Löwenanteil aus der Windenergie kommen. Wenn wir es schaffen sollten, unsere Altbauten bis 2050 auf ein Effizienzhausniveau zu sanieren, brauchen wir für deren Beheizung zusätzlich ca. 6.000 Windräder. Und das ist eine ganze Menge. Sollten wir es schaffen, den Bestand sogar auf annähernd Passivhausniveau zu sanieren, reduziert sich die Anzahl der Windräder auf ungefähr 3.000. Das wäre durchaus zu schaffen. Wenn wir die Wärmepumpen aber in unsanierte Altbauten einbauen, brauchen wir wegen des hohen Heizwärmebedarfs und der dadurch gleichzeitig schlechten Jahresarbeitszahlen zusätzlich ca. 26.000 Windräder. Zum Vergleich, momentan gibt es in Deutschland ungefähr 30.000 Windräder, die rund ein Viertel des jährlichen Strombedarfs decken. Da braucht es kein Expertengremium, um zu erkennen, dass das nicht funktionieren kann. Die drei wichtigsten Ergebnisse möchte ich jetzt noch einmal zusammenfassen. Erstens, Wärmepumpen in energetisch sanierten Altbauten mit Flächenheizungen funktionieren gut und stellen einen wichtigen Baustein zur Dekarbonisierung unserer Wärmeversorgung dar. Zweitens, Wärmepumpen in unsanierten Altbauten ohne Flächenheizungen sind ein wirtschaftliches und ökologisches Desaster. Außerdem werden so Maßnahmen zur Bedarfsreduktion, also sprich Wärmeschutzmaßnahmen, verhindert bzw. zeitlich verzögert. In diesem Fall wirkt die Wärmepumpe wie eine Bremse für die Dekarbonisierung und verhindert das Erreichen unserer Klimaschutzziele. Und drittens, ist ein Gebäude teilmodernisiert und oder hat bereits eine Flächenheizung, kann eine Wärmepumpe unter Umständen funktionieren. Das sollte dann aber im Einzelfall sehr genau geprüft werden. Im Zweifelsfall gilt, erst dämmen, dann Wärmepumpe einbauen. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass die bestehende Förderlandschaft zwingend reformiert werden muss. Anstatt Wärmepumpen im Altbau pauschal mit bis zu 45% zu fördern, sollten die hinsichtlich der Klimawirksamkeit an erster Stelle stehenden Wärmeschutzmaßnahmen viel stärker gefördert werden und der Fördersatz der Wärmepumpen müsste zwingend an den Wärmeschutzstandard der betroffenen Gebäude abhängig gemacht sein. Sprich, nur wenn der Wärmeschutzstandard des Gebäudes hoch ist, gibt es auch eine Förderung für die Wärmepumpe. Hier ist es leider so, dass die Politik ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht hat. Also, liebe Freunde der Sparkunst, das war eine lange und auch für mich aufregende und spannende Folge. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf eure Rückmeldungen. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall viel Erfolg bei euren Investitionsentscheidungen, damit das mit unseren Klimaschutzzielen auch wirklich gelingen kann. Bleibt wachsam! Euer Energiesparkommissar.